In diesem Projekt wird der Frage nachgegangen, welche Beziehungen zwischen den Städten und den großen politischen Gebilden, also Staaten, in der Geschichte Westafrikas existierten. Und unser Projekt nähert sich dieser Frage aus mehreren Perspektiven, nämlich der archäologischen Perspektive, der geschichtlichen Perspektive, der Schriftquellen und der Perspektive der mündlichen Überlieferung. Und wir versuchen eine Art Vergangenheit zu schreiben, die diese Frage über einen langen Zeitraum und eben aus mehreren Dimensionen her beleuchtet. Unser Forschungsteam besteht aus 6 Forschern, nämlich 4 Archäologen, einem Ethnologen und einem Historiker. Und das Projekt ist am Frobenius-Institut sowie an 3 verschiedenen malischen Institutionen angesiedelt. Heute bin ich als Projektleiter hier zusammen mit Soumaila Coulibaly, der im Rahmen des Projekts, wie Herr Hardenberg gesagt hat, eine Doktorarbeit in Ethnologie verfasst. Wir haben die Präsentation zusammengeschrieben, Soumaila und ich, aber Soumaila spricht kein Deutsch und deswegen werde ich sie größtenteils vortragen. Hier sehen Sie zunächst mal die Region, um die es sich handelt. Wir sehen hier, Sie sehen Mali, hier fließt der Niger vorbei. Und Sie sehen einige der Orte, mit denen wir uns intensiver beschäftigen. Um unsere Arbeit jetzt vorzustellen, wird Soumaila eine Geschichte vortragen, so wie er sie in seiner Feldforschung zur mündlichen Überlieferung hat dokumentieren können. Diese Überlieferung stammt aus dem Ort Duguba, den sehen Sie hier am Fluss. Und der Ort Duguba ist für seinen islamisch basierten Zauber und auch für nicht-islamische schwarze Magie ziemlich weithin bekannt und gefürchtet. Die Geschichte, die Soumaila vorträgt, soll zur Zeit des Reiches Mali im 13. bis 15. Jahrhundert stattgefunden haben. Und die Überlieferung, wenn sie dann vorgetragen wurde, werden wir als Beispiel nutzen, um 2 Aspekte unserer Forschung mal ein bisschen näher zu beleuchten. Zum einen die genannte Beziehung zwischen politischen und urbanen Entwicklungen und zum anderen das Zusammenspiel verschiedener Quellenformen über die Vergangenheit. Sie hören jetzt die Tradition in der Originalsprache auf Bamana und auf der Folie werden Untertitel eingespielt, also wie im Kino, so ein bisschen. Ich hatte gehofft, dass das funktioniert und jetzt... weil sonst muss ich hier stehen bleiben. Tu l'as fait? Ah, ok. D'accord, ça va aller. Ok, ok. Guten Tag. Ne bena baro min bo aw ye sɔgɔman na. Ne ye baro in sɔrɔ Bakomori Jirela duguba. Bakomori y'a sɔrɔ a fa la. O y'a sɔrɔ a fa la. O fana y'a sɔrɔ a fa la. Kabini lawale. Olu b'a fɔ ten ka don ɲɔgɔn kulo la. Bi baro nin bɛ taamasa de kan. Taamasa tun ye masakɛ ye min tun bɛ duguba. A ka fanga tun ka bon wa kafiri masakɛ kun don. A ka mara tun b'a ta yan fɔ Kulenze kɔrɔ fɛ k'a ta yan fɔ Bila Bani fɛ k'a ta yan fɔ Kurusa Tilebi fɛ. Taamasa fanga dan kun t'a la koyi. Taamasa ka fanga kun ka jugu kojugu. San o san, walasa ka a ka fanga sinsin, a tun bi npogotigi 40, bilakoro 40, dosokɔrɔ 40, jakuma 40, ntura 40, bakɔrɔn 40, sagajigi 40, misi 40, ɲimi galamaɲɛ 1 ani karanga galamaɲɛ 1 sarakati kɔlɔn dɔ kɔnɔ. O kɔlɔn de kun tɔgɔ ye ko fabali kɔlɔn. Kɔlɔn nin kun ti fa koyi, a kun ti fa abada. San diyara o, san ma diya o, nin saraka nin tun bi bɔ. Ala ni a ka fanga juguya fɛ, jamanadenw jɛra ka a janfa. U y'a ɲini cogo bɛɛ la
walasa abse kata kabo jamana kuna anyenyini baro de kera Sulumani kamitefe ni amba foma ko duguba almami odela morika e barake sigi jemana o sigi ni la benin unana ni sigi ni kateme masake nyekoro anye dara ka yoro mina ajarabira ala ako e nie mu fenye ni fen kai ne bolo sa okele dugu mɔgɔw ko a ma ni ye masakɛfɛn de ye masakɛw ka kan ka yɛlɛnin de kan an nana ka na d'i ma u sɔrɔla ka na sigi nin najɔ masakɛ ka yɛlɛ a kan a yɛlɛnna a kan yɔrɔ min na dɔ sina ka sigi nin gosi a kɛrɛ la sigi nin bolila ka boli ka boli ka boli ka taa hali sini mɔgɔ ma dɔn u taara yɔrɔ kelen pe min na taamasa bɔra bɔlɔn min fɛ o bɔlɔn in yera ka a to yen te pewu maa si ti bɔ a fɛ hali bi duguba maa o maa mana bɔ bɔlɔn in fɛ i bi tunu i tunucogo ti dɔn i taa yɔrɔ ti dɔn hali baganw u mana baganw mana fili ka don bɔlɔn in fɛ o bi kila ka u kɔ segin ni bagan min bɔra bɔlɔn in fɛ o fana bi tunu a tununcogo ti dɔn taamasa fanga a banna tan de duguba Wir stehen jetzt Archäologie und Schriftquellen zu so einer Geschichte. Der Ort Duguba, in dem sich diese Geschichte von Taamasa abspielte, verfügt tatsächlich über sehr beeindruckende archäologische Fundstellen. Und zwar finden Sie hier die Reste einer Stadt, die die mündliche Überlieferung als Taa bezeichnet. Sie sehen das hier in dieser grau gestrichelten Geschichte. Nach dem, was wir bisher durch Ausgrabungen haben feststellen können, Ausgrabungen sind hier, da und da, wurde diese Stadt auch tatsächlich zur richtigen Zeit bewohnt, in der sich die Geschichte abgespielt haben soll. Soweit also die Archäologie. Was wir über diese Stadt Taa herausfinden können, ist auch, dass der Titel, also dass Taamasa kein Name ist, sondern ein Titel. Das stellt sich dann in den historischen Schriftquellen dar. Und zwar war dieser Titel Massa im Mali-Reich, also im 13. bis 15. Jahrhundert, in der Region auch sehr geläufig. Und zwar für den Herrscher des Reiches selber, wie auch für jeden Unterherrscher, jede untere Teil, Statthalter und regionale Gouverneure. Der Tarikh al-Sudan, ein Dokument in Timbuktu geschrieben, 1632, stellt in dieser Gegend die untergebenen Herrscher vor. Wir haben sie an den hier hervorgehobenen Stellen. Es gibt also ein Farakun-Massa, es gibt ein Fala-Massa, es gibt ein Kanyam-Massa. Ein Taamasa findet sich da drin nicht. Dies könnte natürlich daran liegen, dass es diesen Taamasa 1632 schon lange nicht mehr gegeben hat. Nach unseren bisherigen Ausgrabungsergebnissen war Taa ab dem 5. Jahrhundert bewohnt und hatte viel später erst eine Hochphase, im 13. bis 14. Jahrhundert. Zu dieser Zeit hatte die Stadt eine Fläche von ungefähr 100 Hektar. Bevölkerungen sind immer schwierig für Archäologen, aber wir gehen mal von einer ungefähren Zahl von 20.000 Einwohnern aus. Auf diese Hochphase dann folgte eine rapide Entvölkerung. Jetzt, wo Sie den Hintergrund etwas haben, kommen wir zu unserem ersten größeren Punkt, die Beziehung zwischen Städten und Herrschern. Urbane Zentren spielen in der Geschichte Malis eine große Rolle. Die ersten größeren Zentren gab es schon in der vorchristlichen Zeit und bis ins späte erste Jahrtausend hatte sich eine volle urbane Tradition herausgebildet. In den bisherigen Überlegungen
Und zur Entwicklung der Zentren wurde dem Handel eine sehr wichtige Rolle zugeschrieben. Die Herrscher wurden allerdings eher als parasitär gesehen. Wir sehen aber in der Geschichte dieser Gegend drei verschiedene Rollen für Zentren. Außer dem Handel gab es noch politische Zentren und religiöse Zentren wie Duguba. Ein Zentrum konnte gleichzeitig mehrere Rollen erfüllen und im Laufe der Geschichte seine Rollen mehrmals wechseln. So scheint Duguba sich von einem religiösen und politischen Zentrum über eine komplexe Geschichte in ein rein religiöses Zentrum gewandelt zu haben. Diese Aufteilung, religiös, herrschaftlich und Handel, scheint erstmal recht einleuchtend, aber die Verteilung ist nicht so, wie wir sie von anderen Erzteilen kennen. Herrscher scheinen zum Beispiel Handelszentren nie direkt beherrscht zu haben. Es gibt immer eine strikte Trennung. Auch entwickelten sich in politischen Zentren keine wichtigen Märkte. Stattdessen fielen immer oft Kultzentren und Herrschaftszentren zusammen. Wir sehen hier also eine Landschaft, in der sich Zentren herausbildeten über die Geschichte, aber in einem Spannungsfeld zwischen Religion, Handel und Herrschaft. Und diese Spezialisierung fand statt vor so einem generalisierten Hintergrund von Hirsebauerdörfern. Was wir aber nicht sehen, sind Städte, die aus dem Handel wachsen und die dann von Herrschern besteuert und dominiert werden, sondern eine viel komplexere Dynamik von Politik, Urbanismus, Handel und Religion. Zum zweiten Punkt, Zusammenspiel verschiedener Quellenformen, kommen wir wieder auf Tarr zurück. Am Ende des 14. Jahrhunderts erlebte Tarr offensichtlich einen Bevölkerungsrückgang und zog sich auf einen kleinen Teil der vorherigen Siedlung zusammen. Das heißt, wir haben davor etwas, was richtig langgezogenen Fluss eine Front bietet und es entwickelt sich zu etwas richtig kleinem, nuklearen, Eingemauerten. Das könnte an vielen Sachen liegen, aber möglicherweise liegt es eben auch daran, dass der Massa vertrieben wurde und es einen Bedeutungsrückgang gegeben hat. Wir könnten uns hier zufrieden geben und sagen, wir kennen die Herrscher aus den Quellen, wir kennen, die Stadt war groß genug, um so einen zu haben, und der Rest ist die übliche mythische Ausschmückung. Das ist aber keine gute Lösung, weil wirklich lässt sich diese Geschichte weder archäologisch noch historisch nachprüfen. Und eine Form des Wissens über die Vergangenheit kann die Löcher der anderen nicht stopfen. Wohl aber lässt sich die Überlieferung dazu benutzen, weitere Perspektiven auf die Vergangenheit zu gewinnen. Und zwar genau dadurch, dass man Legende und Fakten nicht trennt, sondern dort anknüpft, wo der Mund der Überlieferung dem Ohr der Wissenschaft, das Ohr der Wissenschaft am schwierigsten findet, und zwar bei verzauberten Stieren. Und wenn man diesen magischen Teil ernst nimmt, dann kehrt die Geschichte erstens hervor, dass in vergangenen Machtbeziehungen die Magie eine wichtige Rolle gespielt hat. Dies lässt sich weder aus islamisch geprägten Schriftquellen noch aus der Archäologie herauslesen, ist aber für die mündliche Überlieferung von nicht zu übertreffender Wichtigkeit. Es ergeben sich hieraus historisch ganz andere Kausalitäten, als die in den anderen Quellenformen verfügbar sind. Zweitens, was archäologisch nach einem klassischen Untergangsszenario aussieht, ist in der mündlichen Überlieferung ganz anders. Es ist ein Triumph, wo Herrschern ein für alle Mal gezeigt würde, so nicht und nicht mit uns. Und drittens sind hier Stimmen zu vernehmen, die offensichtlich unter der Herrschaft des Reiches Mali gelitten haben und sich versucht haben zu wehren. Das Reich Mali wird aber sonst politisch und historisch als so ein goldenes Zeitalter Westafrikas hochgehalten. Diese lokale Überlieferung gibt uns die Möglichkeit, auch im Inneren des Reiches zu differenzieren, wo Schriftquellen sich eigentlich ausschließlich für die Herrscherperspektiven benutzen lassen. Sie sehen also vielleicht, wir haben sowohl mit der Vergangenheit selbst wie auch mit der Geschichtsschreibung ziemlich zu kämpfen. Unsere Forschung verspricht aber hoffentlich ein differenziertes Verständnis im Endeffekt der westafrikanischen Vergangenheit.